Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. Heute wollen wir die Harmonie mit Kolonie 6 ein wenig erhöhen, denn um Schalas fünften Charakterzug freizuschalten, muss die Harmonie, ich glaube, auf Stufe 4,5 sein, also zwischen 4 und 5. Wir sind gerade erstmal auf 3. Und da ich nicht weiß, wie viel die einzelnen Quests so an Harmonie geben, nehme ich einfach alles an Quests, was geht. Und dann werden wir sehen, was wir dabei schaffen. Ja, ein paar Sachen habe ich ja schon erledigt. Hier die Angriffe von der Ausbaustufe her, die Monado-Kopien haben wir. Und ein paar... Achso, das ist... So viele Quests haben wir noch gar nicht. Naja, starten wir einfach mal. Gorman! Was hat denn Gorman für eine schöne Quest für uns? Ein göttlicher Stein will er haben, oder was? Oh. Oh. Dynamit in der Äthermine. Okay. Ich weiß gerade nur nicht. Die Quest kann man eigentlich zu einem früheren Zeitpunkt machen in der Story. Könnte jetzt vielleicht schwieriger werden. Oh, besorge einen Bitterrettich, zwei rote Durioan und einen Sirius-Anemone. Das haben wir alles schon. Also können wir die Quest direkt abgeben. Well. So. So schnell kann man eine Mission erfüllen. So. Gibt 4 Sterne extra. Dann schauen wir mal. Aktive Quests. In Bearbeitung. So. Besorge einen göttlichen Stein. Pfadfinderei. So. 3 Stangen Dynamit. Probieren wir mal das aus. Fürs Dynamit müssen wir bestimmt in die Äthermine. Das Problem ist... Ich wette mit euch, das kriegen wir nicht mehr. Das Dynamit. Denn nach Mekoniskian kriegt man das, glaube ich, nicht mehr. Ich kann mal gucken... Oh. Moment. Sieht sogar fast so aus, als würde ich es doch bekommen. Die 3 Stangen sind nämlich alle hier vorne in der Äthermine. Na gut. Ging das nochmal lang? Voll vergessen. Schließen. Hä? Ach hier. Ich bin auch ein Blindfisch. Gut, dann einmal quer durch die Minenbasis und das Dynamit mitnehmen. Ich glaube, mit diesem Dynamit kann ein kleiner Zwischengang im Wendeltal freigesprengt werden. Mit dem kann man dann unten von der unteren Ebene vom Wendeltal nach oben. Ohne an diesem großen Mega-Gorilla dran vorbei zu müssen. Ich kann euch das mal zeigen dann. Ich bin mir halt nur nicht zu 100% sicher, ob wir das wirklich noch machen können. Wäre natürlich mega geil. Weil dann hätte ich die Bestätigung dafür, dass man das auch nach Mekoniskian noch machen kann. So, das letzte Stück ist ein bisschen weit weg. Deswegen... Ja, reisen wir einfach nochmal kurz zum Materiallager. Von dort aus haben wir einen etwas kürzeren Weg. Müssen wir nicht den ganzen Weg nochmal zurück. Ja, Schalas fünfter Talentbaum fehlt noch. Beziehungsweise, ja, der fünfte Charakterzug fehlt. Dafür müssen wir 4,5 Sterne erreichen. Klar, sieht man nicht...
wie viel 4,5 Sterne sind. Aber keine Ahnung. Das war zumindest das, was ich bei Xenoblade.org gelesen habe. Okay, jetzt gehen wir kurz wieder dahin. Ich glaube, wir können jetzt Gorman Bescheid sagen. Bin mir aber nicht sicher. So, hallo Gorman. Vorsicht, mein Jungfreund, nicht fallen lassen. Und? Der Weg ist gesprengt, nice. So, das wäre erledigt. Dann können wir jetzt zum Bein des Bionis. Und hier oben gibt es keinen. Aber wir können zum Wendeltal direkt. Wenn wir Glück haben, ist der Gorilla gerade nicht da. Natürlich haben wir kein Glück. Wir könnten es mit ihm besiegen, aber darauf habe ich jetzt gerade wenig Lust. Ich will nämlich questen. Also müssen wir wohl einen Sprung aus dieser Höhe wagen. Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, dass wir diese Stürze überleben. Ich meine nämlich, wenn man im unteren Levelbereich ist, also, keine Ahnung, Level 20 oder so, gerade erst frisch angefangen hat mit dem Spiel. Ah ja, das ist übrigens der Durchgang, der gesprengt wurde, glaube ich. Nee, das ist nicht der. Oder? Also entweder da unten oder der hier. Das wird auf jeden Fall weggesprengt. Nee, auf jeden Fall, ich glaube, dass wenn man im unteren Levelbereich ist, den Sturz nicht überleben würde. Kann mich natürlich auch täuschen, aber ich glaube halt, dass diese Stürze, also der Fallschaden, prozentual von den KP abgerechnet werden. Was haben wir denn da? Ach, neue Talentverknüpfung mit Schulk. Gehen wir einmal drauf, damit das nicht mehr aufblinkt. Okay. Gut, dann zurück nach Kolonie 6 und die Quest abgeben. Dann haben wir schon mal zwei Quests erledigt. So, Mission erfüllt. So. Guck mal ganz kurz, was das Harmoniediagramm sagt. Das sagt immer noch 3 Sterne. Dann sollte ich wohl... Gibt es hier ein Ausrufezeichen? Nein. Wenn kein Ausrufezeichen da ist, heißt das, dass wir die Zeit umstellen müssen. Oh, nach wie vor kein Ausrufezeichen. Das ist nicht gut. Vielleicht müssen wir dann tatsächlich erstmal ein paar Leute einladen, damit es weitergeht. Okay. Gut, fangen wir an. Kolonie 6. Reisen wir mal schnell hin. Moment. So, ich glaube, einer versteckt sich irgendwo hinten. Okay, fangen wir an. Also, am Truppenplatz ist ein Homs, der Nick heißt. Ich hoffe,
Den finde ich. Ich muss die Zeit umstellen. Der ist nämlich erst ab 18 Uhr verfügbar. So, folgendes. Man kann nur Maffy oder Perrine einladen. Dort ist Maffy. Und Perrine ist hier. What is it? Und ich würde sagen, ich lade einfach mal Perrine ein. Ich glaube, es spielt keine Rolle. So. Mal Perrine eingeladen. So, dann gucken wir mal, wo der liebe Nick ist. Der liebe Nick ist hier. Da. Nach Kolonie 6 einladen. So, den haben wir jetzt auch. Dann können wir... wir müssen sowieso mal auf Schulk wechseln, weil einen Charakter müssen wir mit Schulk ansprechen, weil sonst geht's nicht. So, reisen wir wieder hier hin. Dann muss ich die Zeit nochmal umstellen. Da ist Rosemary. So langsam habe ich genug. Immer muss ich tun, worauf mein Freund gerade Lust hat. Warum machen wir nie das, was ich machen will? Warum lebe ich überhaupt noch in dieser Stadt? Wie lange soll ich noch auf einen schönen Junggesellen warten? Wo bleibt der Prinz, der mich in ferne Lande führen führt? Nach Kolonie 6 einladen? Oh, Schulk. Dank dir bin ich fast einer Ohnmacht nah. Endlich erhört jemand das Flehen einer verzweifelten jungen Dame. Ich werde sofort losgehen und mit meinem Freund Schluss machen. Keine Sorge, ich weiß doch, dass du bereits vergeben bist. Aber du hast sicher ein paar hübsche Kerle für mich parat. Frauen, aufgepasst! Rosemary, schnappt euch die Männer weg. Also, wir sehen uns dann in Kolonie 6. Okay, deswegen also müssen wir sie mit Schulk einladen. Der macht immer noch lalala. Lalala. So, weiter geht's. Alexei und Pepino. Einen davon habe ich schon eingeladen. Ich glaube, Pepino. Wohnhaus. Ne, ja, Pepino habe ich schon. Alexei. Wo soll er sein? Alexei, vom Novi... Okay, den habe ich schon eingeladen. Alexei und Pepinus habe ich beide schon eingeladen. Ah, schon total vergessen. Dann bleibt eigentlich nur noch einer. Hier in... Kolonie 6. Und zwar... der liebe Werner. Ja, wir können ja kurz hier noch Sammel-Items mitnehmen. Wo steht er denn? Dort. Hi, Werner. Hallo. Der möchte auch nach Kolonie 6. Dann darf er das jetzt auch. So, dann muss ich mal was gucken, und zwar bei den Missionen. Die aus Kolonie 6. Der vermisste Mitbewohner. Das heißt, Noporik haben wir bereits auch eingeladen. Dann können wir tatsächlich zum Grenzdorf. Und wir fangen einfach mal beim Nopponturm an.
Okay. Los geht's. Als erstes gehen wir ins erste Untergeschoss. Es gibt zwar nur ein Untergeschoss, aber... erstes OG. Ja. Dann müssen wir... kurz mal gucken. Die Zeit... die aktive Zeit ist zwischen 6 und 18 Uhr. Das war Norara. Aber wo ist sie denn? Norara? Draußen. Ach so. Draußen im Westen am Rand des Gebietes. Oh, wen haben wir denn da? Hier. Hey, wisst ihr vielleicht, wo mein Vater steckt? Oh, das ist natürlich doof. Hallo? Ich will rüberspringen. Es geht nicht. Okay. Wen haben wir da? Norara. Muss mehr lernen, um Medizin für kranke Freundin zu brauen. Aber hier in Dorf Weiterbildung nicht gerade einfach. Hab gehört, in Kolonie 6 soll gut sein. Na dann. Norara. Kolonie 6. Gut. Dann... gehen wir ins Erdgeschoss. Zentralplatz. Dann. Poker Poker ist von 18 bis 6 Uhr aktiv. Bett einstellen. Wann? Wo? An einem Stand nordöstlich des leuchtenden Teichs. Oh, Moment. Poker Poker habe ich schon eingeladen. Weil den braucht man für Kochkampf von Ryan. Und ich glaube, Hoko... habe ich auch bereits eingeladen, aber ich muss nachgucken, ob die, ich kann ja gucken. Harmoniediagramm. Ja, Poker Poker habe ich schon. Und Hoko ist auch schon in Kolonie 6. Der sonderbare Koch. Gut, dann. Norara habe ich. Poker Poker habe ich. Hoko habe ich. Minana. Erstes Obergeschoss beim Waffenhändler. Dann rennen wir da mal hin. Minana ist bestimmt zu einer anderen Zeit aktiv. Und zwar 6 bis 18 Uhr. Wo ist sie? Minana! Wo du sein? Sag mir nicht, dass ich die auch schon eingeladen habe. Ach, 9 bis 12 Uhr. Ach, die läuft rum. Okay. Die läuft rum und ist von 9 bis 12 Uhr beim Waffenhändler. Genau. Da. Hä? Warum kann man... warte. Marmala muss bereits in Kolonie 6 sein. Nur Govago oder Minana kann eingeladen werden. Okay. Zuerst müssen wir also...
Marmala einladen. Okay. Marmala ist im 8. Obergeschoss. Ich hoffe. Na, wo ist er denn? Marmala? Oh, die sind alle zu anderen Zeiten aktiv. Marmala ist von 21 Uhr bis um 6 Uhr aktiv. Da. Marmala will aus Dorf raus. Kann Haus nicht verlassen, solange Sonne oben ist. Niemand behandelt Marmala wie normalen Noppern. Nach Kolonie 6 einladen. Okay, dann wäre das auch erledigt. Dann in... Jetzt müssen wir natürlich entscheiden. Nehmen wir Minanda mit oder nehmen wir Govago mit? Minanda oder Govago? Ja, komm, wir nehmen Minanda mit. Müssen wir natürlich nochmal die Zeit umstellen, weil wie soll es auch sonst sein? Immer unterschiedliche Zeiten. Aber dann haben wir auch alle Noppons hier aus dem Grenzdorf eingeladen. So, hier, Minanda. Nach Kolonie 6 einladen. Vielen Dank. So große Stadt. Hab Angst. Aber Arbeit ist Arbeit. Werde mein Bestes tun. So, jetzt müssen wir Folgendes gucken. Oh, Moment. Ich muss mal kurz gucken, wer noch fehlt. Ah, nee. Natürlich muss ich im Harmoniediagramm gucken. Oh, Talonith ist auch schon in der Kolonie wegen Koch. Makrish ist auch schon in der Kolonie, weil auch wegen dem Koch. Und Zell und Don Agentis. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich Zell oder N Agentis genommen habe. Eine von beiden ist auf jeden Fall schon drin. Zell Agentis, genau. Zell habe ich genommen. Jerel fehlt. Den lade ich jetzt gleich noch ein. Jura fehlt, glaube. Kann man die nicht sortieren? Okay. Oh, oh. Nein, 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 nein. Autsch. Okay. Laden wir mal zuerst Jerel ein. Jerel befindet sich aktuell beim Sumpf von Satfall. Und zwar bei den steinernen Schwestern. Wenn man beim Kern von Mekonis noch nicht war, dann ist natürlich Jerel in Alkemoth, untere Ebene, bei der zentralen Rolltreppe. Aber da wir schon beim Mekonis Kern waren, müssen wir die Flüchtlinge aufsuchen. Weil diverse Hochentia aus Alkemoth fliehen mussten. Darunter auch Jerel. Jerel ist von 18 bis 6 Uhr aktiv, also genau zu einer anderen Zeit wie ich. Skalen? Ne, wo sind Jerel? Steht er da oben beim Transporter? Unter der Treppe versteckt er sich. Moment mal.
Das ist gar kein Er. Das ist eine Sie. Okay. Es juckt mich in den Fingern, meine Forschung fortzusetzen. Es ist so frustrierend, dass ich hier kein geeignetes Labor habe. Dabei bin ich einer heißen Sache auf der Spur. Aber ihr könntet mir helfen, oder? Ihr könnt mich nach Kolonie 6 einladen, oder? Sehr schön. Machen wir doch. Kejarel ist eine Frau. Tut mir leid. Tut mir leid. Jetzt noch Jura. Jura befindet sich Bergwallack beim Siegelturm. Davor befindet er sich natürlich auch in Alkamot, nördlich der Rolltreppe beim Haupteingang. Ich glaube, hier hinten ist er. Jura. In dieser misslichen Lage will mir keine Zeile aus der Feder fließen. Es muss an der Landschaft hier liegen. Als wir noch in der Hauptstadt waren, hörte ich von Kolonie 6. Dort soll die Landschaft wörtlich und erquicklich sein. Würdet ihr mich dorthin bringen? Na klar. Besten Dank. In einer anderen Umgebung werde ich sicher schreiben können. Die verschiedenen Leute und Orte inspirieren meine Gedichte. Ich freue mich sehr. Monster machen die Umgebung von Kolonie 6 unsicher. Höllenkönig Dragonia. Okay. Ja, der Höllenkönig, der droppt übrigens auch das Höllenfeuer, mit dem man Kolonie 6 weiter ausbauen kann. Man muss halt nur eine bestimmte Anzahl an Mitbewohnern hier in Kolonie 6 haben, damit der auftaucht. Und ich glaube, jetzt müssen wir nur noch unsere lieben Machina vom gefallenen Arm befragen, ob sie mitwollen. Und zwar gibt es zwei Machina, die nach Kolonie 6 ziehen wollen. Das sind Neonic und Schilx. Neonic und Schilx sind beide von 6 bis 18 Uhr aktiv. So. Hier ist Schilx. Mein Traum ist, eines Tages einen großen Laden zu öffnen. Irgendwo, wo es Leute gibt. Viele Leute. Und soweit ich weiß, hat Kolonie 6 jede Menge Einwohner. Wirklich? Vielen Dank. Ich werde einen Laden eröffnen, den alle lieben werden. Homs, Noppon, Hochentje, einfach alle. Wenn es soweit ist, schaut dort auf jeden Fall vorbei. So, Schilx hat jetzt dort einen Laden aufgemacht. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch Neonic. Dorfbewohner. Wer ist das? Neonic. Hier gibt es in Kolonie 6 viel Natur? Dann könnte ich mir gut vorstellen, dort zu wohnen. Na dann, auf und davon. Voller Hoffnung. Trophäe. Homs voller Hoffnung. Ich glaube... Ich guck kurz bei den Trophäen. Aufgaben. Homs. Voller Hoffnung. Zahlreiche Bewohner von Kolonie 6 kennengelernt. Ich glaube, das ist die Trophäe dafür, dass man alle eingeladen hat. Aber wirklich alle. Man kann natürlich nicht alle einladen. Bei manchen muss man entscheiden. Aber...
Haben wir. So, ich glaube, der Höllenkönig müsste irgendwo hier vorne sein. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob ich da... Weiß nicht, ob der einen Stachelschaden oder irgendwas in der Richtung hat. Level 99. Okay, vielleicht sollte ich doch... Was habe ich denn hier? Schwächungsresi 100. Sofort-Tot-Resi. Schwächungsresi. Ja, dann würde ich doch tatsächlich sagen, dass ich... Fiora nehme. Schulk als drittes. Okay. Probieren wir es einfach mal. Der ist ja jetzt vom ersten Eindruck her nicht gerade schwer. Oh oh. Ohnmacht ist nicht gut. So. Und jetzt lass mich mit deinem Höllenfeuer in Ruhe. Jetzt wirst du zum Schwanken gebracht. Und zum Umwerfen. Und die Ohnmacht kriegst du reingeziebelt. Dann kriegst du nochmal die Ohnmacht reingeziebelt. Und du kriegst nochmal die Ohnmacht. Dann kann ich leider nicht weiter kombinieren. Aber ist nicht so schlimm. Komm schon. So, und jetzt kann er gleich liegen bleiben. Leider kein Monado-Skill gerade verfügbar. Schade. Alter, der liegt so lang am Boden. So, gehen wir wieder auf Umwerfen. Und wieder umwerfen. Und tatsächlich nochmal umwerfen. Dann machen wir das. Schade. Weitere Angriffskettenverlängerungen wären geil gewesen. Der steht nicht mehr auf. Also, der steht wirklich nicht mehr auf. Okay, down. Down, da, down. Aufbau, Ledios Harnisch. Und graziös Beinzeug und ein Höllenfeuer. Sind das neue Skins? Nö. Haben wir schon. Nur mal gucken. Naja, so viel hat das Ding nicht. Ziemlich viel oder ziemlich wenig Ätherabwehr. Hm.
und so guckt. Naja. Und die graziös Dings da. Naja. Okay. So gut ist das Zeug nicht. Oder einfach das Zeug, was ich schon habe, ist einfach geiler. Ich würde sagen, wir haben jetzt alle Leute eingeladen. Wir sehen schon 4 Quests. Ja, kaum sind die Leute in der Kolonie. In der Kolonie wollen sie schon mit Quests versorgt werden. Oder wir werden mit Quests versorgt. Eher so rum. Ich will jetzt nur mal was gucken. Neonic. Ja, wir müssen erst... Ich wollte was gucken. Okay, wir gehen auf Harmonie-Diagramm. Bewohner. Schilks wollte einen Laden aufmachen. Meisterhändler. Verfolgung. Na, wo ist er denn? Ach, da. Okay. Der hat anscheinend doch keinen Laden aufgemacht. Das wollte ich nämlich nachgucken. Aber vielleicht kann man bei dem irgendwas Tolles tauschen. Wer weiß. Probieren wir schnell mal aus. Und wenn nicht, dann... Ach, da. Schutzstab. Bestarmzeug. Blutungsschutz, Giftkürbis, Schmetterflügel. Okay. Also er hat einen Laden aufgemacht, nur wir dürfen da natürlich nichts kaufen. Das ist mega toll. Aber nicht so schlimm. Ja, wir haben zumindest jetzt erstmal alle eingeladen. In der nächsten Folge von Nebenquests können wir dann möglichst viele von den Nebenquests erledigen. Und dann ist es wahrscheinlich nur noch ein Katzensprung, bis wir den 5. Charakterzug von Schala freischalten. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Däumchen wären Träumchen, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, Kakao.